Immer mal wieder wird vorgeschlagen, die Legislaturperiode zu verlängern. Ich wäre dafür, muss ich sagen, ich wäre für 5 bis 7 Jahre. Dann müssten wir nicht so oft den Wahlkampf ertragen und die Kanzlerkandidaten und innen hätten mehr Zeit, um Ideen zu sammeln. Armin Laschet zum Beispiel hätte diese Zeit bitter nötig. Denn am Ende der Antworten sind ja oft noch Fragen übrig. Wie das folgende Interview bei Focus Online sehr eindrucksvoll beweist. Laschet hat ja gerade der Reporterin erklärt, dass er die Digitalisierung vorantreiben will und Deutschland zu einem klimaneutralen Industrieland umbauen will. Und dann passiert etwas völlig Unvorhergesehenes. Das sind so vielleicht die wichtigsten beiden Dinge. Eine dritte Sache? Ja, was machen wir noch? Also ich glaube, wir werden noch rechtzeitig ein 100-Tage-Programm vorstellen. Ja, was machen wir noch? Schunkeln und Printen essen, hatte ich schon gesagt. Okay, ja, na, wird uns schon was einfallen. Schon wieder ein Patzer. Man nennt ihn inzwischen den Meisterpatzer der CDU. Dafür hat Laschet natürlich einen Fund, mit dem er wuchern kann. Das hat er schon auf dem Parteitag gemacht und er macht es gerne wieder auch im offiziellen Werbeclip. Seine Herkunft. Mein Vater war Bergmann. Als Ministerpräsident habe ich die letzte Zeche geschlossen. Wie schließt denn der eine Zeche? Mit der Wange? Wieso hat Armin Laschet als einziger das Gesicht schwarz? Die haben den offenbar vorher angemalt, damit er aussieht wie ein Arbeiter. Ja, das Prinzip kennt man aus dem rheinischen Straßenkarneval. Ich wusste gar nicht, was für perfide Formen Blackfacing noch haben kann. Am Ende dieses Clips hat er dann noch eine wichtige Botschaft. Ich bin Armin Laschet. Und ich weiß, dass wir das können. Was können wir? Armin Laschet sein? Ja, ist ja nicht so schwer. Aber ich glaube, ich will das gar nicht. Noch nie zuvor hat jemand die Umfragewerte der Union in so kurzer Zeit so sehr ruiniert wie Armin Laschet. Und in der Union ist die Angst berechtigterweise groß, dass man nach der Wahl in die Opposition muss. Auch für die Grünen lief der Wahlkampf bislang eher suboptimal. Ich habe das Gefühl, die träumen ohnehin nur noch von irgendeiner Regierungsbeteiligung. Schon lange nicht mehr vom Kanzlerinnenamt. Im Aufwind hingegen ist Olaf Scholz mitsamt seiner SPD. Olaf rennt. Ja, und kommt sich wahrscheinlich gerade vor wie der lahmste Sprinter von allen, der aber vor der Ziellinie vorne liegt, weil er alle anderen über ihre eigenen Füße gestolpert sind. Sarah Bosetti kann sich diesem Wahlkampf natürlich auch nicht entziehen. Und auch sie macht das Beste draus. Sie kommentiert und gibt Antworten. Hier ist Sarah Bosetti. Wahlkampf ist die Brunftzeit der Politik. Alle tanzen albern um uns herum und spreizen ihre Federn und gockeln uns von Laternenpfählen entgegen und wollen sich unbedingt von ihrer besten Seite zeigen. Aber es ist wie immer, die beste Seite von Wahlplakaten ist die Rückseite. Die CDU zum Beispiel. Ich heul nicht mit der Meute. Der neue Fantasy-Blockbuster mit Mario Rollig. Entschuldigung, Röllig. Rollig sind ja Katzen. Die Wölfe sind übrigens nur als Designelement zu verstehen. Im echten Leben will die CDU vor allem eins mit ihnen tun. Sie erschießen. Oder die SPD. Ich glaube, wir sind uns einig, dass das hier das geradezu perfekte Wahlplakat ist. Als Buchtitel von Jonas Jonasson wäre es ein Bestseller. Die Frau, die mit einem Pudding auf dem Kopf in den Bundestag einzog und verschwand. Es gibt natürlich auch ein paar Schwierigkeiten bei der Erstellung von Wahlplakaten, die ich wirklich nachvollziehen kann. Zum Beispiel, wenn man einen sehr, sehr langen Namen hat. Dieser Herr von der SPD heißt zum Beispiel Frank Thilo Becher, Frank Thilo Becher, Frank Thilo Becher, Frank Thilo Becher. Den Namen muss man erstmal auf einem Plakat unterbringen. Lieber ohne Gummi als mit Maske. Die AfD hat sich offensichtlich aus der Politik zurückgezogen und schreibt auf ihre Wahlplakate nur noch ihre sexuellen Vorlieben. Analoges Tinder, was weiß ich. Wenn sich die AfD so sehr gegen Masken ausspricht, liegt das übrigens nur daran, dass sie selbst längst eine Maske trägt, auf der Fettbürgerlichkeit steht. Und wenn sie darüber noch eine Maske tragen würde, könnte man das ja nicht mehr lesen. Die FDP. Oder wie Christian Lindner sagen würde, Christian Lindner. Ihre Wahlplakate sind im Grunde eine 3D-Ansicht von Christian Lindners Kopf. Es ist ein bisschen, als wolle man online eine Vase kaufen und sie vorher von allen Seiten betrachten. Habe ich gerade Christian Lindners Kopf mit einem hohlen Gefäß verglichen, das seine Existenz durch nichts als die Bewässerung von Zierpflanzen rechtfertigt? Upsi. Die Linke hat leider überhaupt gar keine lustigen Plakate. Sie hat sich offenbar dazu entschieden, mit Inhalten zu langweilen. Was schade ist, im Wahlkampf zur Landtagswahl in Sachsen-Anhalt 2016 hatte sie es noch voll drauf. Wulf Gallert, der Frauenversteher.
Die Grünen haben auch völlig unlustige Wahlplakate, aber dafür haben sie das hier. Müssen unsere Erde warm, fürs Leben wird es hier zu warm. Kämpfen fürs Klima, Kurzstreckenflieger und meine Farm. Dieser Spot wird maßlos unterschätzt. Klar, er wirkt wie ein liedgewordener Strickpullover, aber so ist das nun mal mit großer Kunst. Leute erkennen sie einfach nicht. Die freudige Akzeptanz des Unperfekten, der Kunstgriff, das unerträgliche Pathos des gemeinsamen Singens durch Krächzen zu durchbrechen, die Gemeinsamkeit trotz Dissonanzsymbolik, alles verloren an eine hohnsüchtige Netzgemeinde. Womöglich steht sogar die eklatante Abwesenheit jeglicher Coolness für nichts anderes als die Erderwärmung. Und wir haben es einfach nicht erkannt. Mich jedenfalls lässt dieser Spot mit einem Gefühl von Dankbarkeit zurück. Dafür, dass Robert Habeck und Annalena Baerbock nicht auch noch gesungen haben. Und das muss man erst mal schaffen, Dankbarkeit in den Leuten zu wecken, weil man etwas nicht getan hat. Aber, liebe Grünen, falls ihr euch dadurch den Regierungseinzug verkackt habt, macht nichts. Nach dem Lied ist es gar nicht mehr so schlimm, wenn die Welt untergeht. Eine Zuschauerin klickte hier, um mehr von Extra 3 zu sehen. Das Ergebnis verschlug ihr den Atem. Ein Zuschauer hat den Extra 3-Kanal abonniert. Bei Sendung 4 musste er weinen. Eine Zuschauerin aktivierte die Glocke, um nichts mehr von Extra 3 zu verpassen. Was dann geschah, veränderte ihr Leben.